Eine Stunde bleibt die Schwimmoper in Wuppertal am Wochenende mittags zu. Eine Gruppe junger ausländischer Männer soll hier regelmäßig Unruhe gestiftet haben. Als Reaktion auf die Störenfriede hat das Sportbad seine Öffnungszeiten dann eingeschränkt. Ich schwimme sehr gerne, dreimal pro Woche. Und ich will meine absolute Ruhe haben. Sollen die jedes Mal die Polizei rufen, wenn da irgendwie meinen, irgendwelche 16-Jährigen Randale zu machen? Ja, irgendwas müssen die ja tun. Das war eine falsche Entscheidung. Die Leute hier kommen vor allem her, um ihre Bahn zu ziehen. Die neue Maßnahme gilt nur samstags und sonntags. Das städtische Bad hat bis 13 Uhr geöffnet, macht dann für eine Stunde dicht. Damit soll verhindert werden, dass sich unerwünschte Gäste zu lange im Schwimmbad aufhalten. Die Hoffnung, die jungen Migranten kommen nach der Pause nicht wieder. Die Teenager halten sich hauptsächlich im Nichtschwimmerbecken auf, so die Verantwortlichen, auch weil sie oft nicht schwimmen können. Die FDP in Wuppertal fordert jetzt einen Zusammenschluss von Stadt, Justiz und Polizei, um für mehr Sicherheit zu sorgen. Es leiden die drunter, die einfach ihrem Freizeitsport nachkommen möchten, die hier Spaß haben möchten, die schwimmen möchten mit ihren Kindern, wie auch immer, Senioren. Ja, die leiden darunter und das darf nicht sein und das muss auch verhindert werden, nur weil ein paar wenige sich nicht an Regeln und Gesetze halten. Randalierer in Schwimmbädern sind nicht neu, so Rainer Wendt von der Deutschen Polizeigewerkschaft. Er fordert härtere Maßnahmen. Eine Art Mittagspause bringe da wenig. Ungeeigneter kann eine Maßnahme überhaupt gar nicht sein. Man muss verhindern, dass diese Leute ins Schwimmbad kommen, so traurig wie das ist. Ein einfaches Hausverbot sei laut Stadt bisher wegen ständig wechselnden Personals nicht umsetzbar. Anzeigen gab es bislang nicht, denn die Störer machen sich nicht strafbar. Die Stadt Wuppertal äußert sich heute schriftlich, nimmt nach einer Beratung Abstand von der Mittagspause. Stattdessen werden wir die aufgetretenen Schwierigkeiten mit Jugendlichen dadurch lösen, dass zunächst bis zum Ende diesen Jahres an Wochenenden mit zusätzlichen Sicherheitskräften gearbeitet wird, die das Hausrecht kompromisslos durchsetzen. In der Schwimmoper soll es bereits Security gegeben haben. Aus Kostengründen wurde die dann aber wieder abgeschafft.